pretend where the fun ain't got no end. Oh, can't go home alone again. Need someone to numb the pain. Oh, staying in my play, pretend where the fun ain't got no end. Oh, can't go home alone again. Need someone to numb the pain. You're gone and I gotta stay. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodon zu einem neuen Setlog hier aus der neuen Wohnung, aus dem, wie er es noch genannt, aus der Butze, aus der Zwergenbutze, kann man fast sagen. Ja. Ich muss wahnsinnig sein, ich trage hier einen dicken Pulli in der Butze. Es ist Sommer, naja, mir ist ja kalt, Sie kennen mich ja, das ist mordkalt. Ja, was soll es? Kurz mal bevor es mit diesem Reaction-Video losgeht, ihr werdet es bestimmt mal, ich rutsche mal ein bisschen näher ran hier, ihr werdet es bestimmt schon im Titel oder im Thumbnail irgendwie gesehen haben, ich reagiere heute auf ein Video von der lieben Blackburn Old LP, Blackie. Ein altes Video von ihr. Aber bevor es damit losgeht, habe ich noch eine kleine Ansage in meiner Sache zu tun. Nämlich, dass es morgen kein Video auf meinem Kanal geben wird. Tut mir sehr leid. Und ja, das muss dann leider ausfallen. Aber ich habe es auch schon vorher ein wenig angekündigt, dass es jetzt ein bisschen dünn auf meinem Kanal kommen könnte. Ja, das Einrichten in der neuen Wohnung, das Zurechtkommen und so weiter. Ja. Wer es noch gar nicht gehört hat, der guckt mal in die letzten Videos, die auf meinem Kanal online kamen. Ich habe es oft genug erwähnt in den letzten Videos. Los geht's mit dem Video. Ich reagiere heute auf Unboxing The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Special Edition. Ich habe hier mein Handy, da werde ich mal ein bisschen reagieren drauf. Ich bin ja generell nicht so ein Freund von Reaction-Videos. Aber ja, ich mache das auch nicht so häufig. Einmal im Jahr kommt es mal vor, dass ich ein Reaction-Video mache. Und ich habe dieses alte Video von Blackie gesehen und da dachte ich mir mal, das muss sein, da muss ich mal drauf reagieren. Ja, schauen wir es uns gemeinsam an. Und also ihr schaut euch das Video an irgendwie und ich schneide da meine Reaktion irgendwie mit rein. Ja, ist kein richtiges Format, aber ja, ausnahmsweise mal als, ja, kann man fast Notfallvideos sagen. Ich sehe es nicht als richtiges Format. Ach egal, nicht genug gequatscht, weiter geht's. So, Blacky, du bist dran. Auf geht's. Hallo und herzlich willkommen. Hey Blackie. Hey Blackie. Zu einem kleinen Unboxing. Mann, die Soundqualität ist wirklich grottig. Steht, das sagt sie, das steht im Video, ihr habt es gesehen. Und beim Bild ist es auch nicht viel besser. Ich schäme mich ja schon. Steht mir bitte nicht so anklagend, seht mich bitte nicht so anklagend an. Seht die anklagend an. Blackie. Wie kannst du nur die Qualität? Die Qualität ist das Wichtigste, sagt der Zwergenfürst. Nämlich The Legend of Zelda Majora's Mask, die Special Edition. Es ist ein bisschen spät, ich weiß, aber... Es ist ein bisschen spät, gut. Willkommen in der Welt der Let's Player, Blackie. Wann hast du das Video gemacht? Das war 2015. Das war noch bevor ich mit YouTube angefangen habe. Oh, das Video ist alt. Oh. Ja, willkommen in der Welt der Let's Player. Man fängt spät an und hört noch später auf, wenn die Videos drehen. So sieht's aus. Ich hatte einige Probleme, um sie mir zu beschaffen.
Ich dachte schon, ich würde überhaupt keine bekommen und ich möchte trotzdem gerne das Unboxing machen. Ja, aber das stell nicht scharf. Sorry, wenn der Ton ein bisschen schlecht ist, aber ich habe nur. Ja, der Ton. Das ist lustig, das ist. Also, ich glaube nicht, dass die Ton irgendwie in der Kamera war. Sie klingt auch ein bisschen anders. Also, ich würde sagen, das ist auch ein paar Jahre her. Also, meine Güte, 2015, jetzt ist es bald 2019, September 2018. Das Jahr neigt dem Ende entgegen. Wir haben bald 2019, 16, 17, 18. Das ist fast 4 Jahre her. Das ist, also. Sie hat sich verändert und auch ihre Stimme, würde ich sagen, ist nur meine Meinung, aber ja, sagt das mir selbst, Blackie. Es klingt so ein bisschen, ja, kindlich. Mal keine Kamera und muss es mit dem Fotoapparat aufnehmen. Fotoapparat, ja, womit ich meine ersten Videos auf YouTube aufgenommen habe. Mein erstes Let's Play, die sahen grottig aus und meine ersten Let's Plays noch. Mittlerweile habe ich eine ganz in Ordnung Kamera. Der Camcorder, den ich habe, der kann HD und UHD oder sowas, kann er irgendwie machen, macht er bloß nicht, weil diese Kackfresse hier, die kann man nicht in UHD darstellen, die ist halt scheiße. In der Tat. Die geht nicht. Die kriegt man nicht, auch nicht in 4K hin, sieht einfach scheiße aus. Wo war ich stehen geblieben? Das bei meiner Kamera, die erste Kamera von mir, das war irgendwie ein alter Camcorder, den ich von meiner Oma geschenkt bekommen habe. Man sieht es jetzt, also wenn man sich jetzt Videos von damals anguckt, auch die Vlogs, es ist halt einfach, der war schon alt, als ich den bekommen habe. Redet so wie du, ich rede hier mal über mich selbst, das ist rede um Blackie, weiter geht's. Auf jeden Fall haben wir hier die Verpackung, die schon eigentlich ziemlich toll ist. Deshalb will ich die auch nicht kaputt machen. Also hier, so, jetzt ein bisschen aufpassen. Gut. Kommt dann hier jetzt auch alles, ja, perfekt. Okay, haben wir hier den Pin. Nein, ich bin nicht verschwitzt. Ich habe gerade geduscht. Glaubt's oder glaubt's nicht, aber verschwitzte Haare sehen anders aus. Das ist geduscht. Ja, macht keinen Unterschied, aber gut. Was soll das? Eh fast keine Haare mehr im Kopf. Das ist, ich bin da bald kahl, also dann brauche ich gar nicht mehr zu duschen. Na doch. Und Körper, die Haare waschen brauche ich nicht mehr. Das lichtet sich hier oben schon. So. Da Zelda Majora's Mask. Und da haben wir ihn. Ich hoffe, man sieht ihn gut. Ja. Richtig schön. Auch schöne Qualität, hat ja nicht die Originalfarben, aber ja, geht eigentlich. Ich bin ja nicht so der Zelda-Fan. Ich habe auch Majora's Mask noch nicht gespielt. The Legend of Zelda, Spirit Tracks und ja, sag schon, Link Between Worlds, das habe ich gespielt. Ja, okay, Spirit Tracks hat mir gefallen, das hat mir Spaß gemacht. Aber das war auch so ein bisschen Spiel aus der Reihe raus und Link Between Worlds. Das gefiel mir nicht ganz so toll. Also ich bin nicht nur so der Zelda-Fan, ich bin Mario, Pokémon, Minecraft jetzt auch, Minecraft Arno, geile Sache. Ist toll. Werde ich mir auf jeden Fall demnächst mal anstecken. Anstecken, okay. Ich laufe auch immer mit meinen The Legend of Zelda Ansteckern und meinen Pins rum. Ich trage auch mir meine Broschen und meine Sammlung hier an der Jacke.
Auf jeden Fall. So, was haben wir denn noch hier drin? Ups. Ja, Schrott. Dann haben wir hier das Steelbook. Schön. Edel, ja, das Spiel ist nicht drin, das ist noch in der normalen Verpackung. Wirklich schön, wenn einem die andere Verpackung nicht genügt, kann man die hier nehmen. Wenn es dir nicht genügt, kannst du noch was dazu kaufen, wenn es dir nicht reicht, wenn es dir nicht passt, wenn du dich nicht zufrieden gibst damit. Schöne Beschreibung vom Steelbook. Kann man so beschreiben. Kann man auch anders beschreiben. Kann man so und so sehen. So. Und dann haben wir auch schon das, um das es hier geht. Ich finde es ziemlich süß, ihre Stimme. So, man kennt sie ganz anders und so jung, die Stimme, das ist nicht. Das ist ganz anders aus den Streams. Es ist süß, putzig. Die kleine Blicky. Hier ist das Spiel und das werde ich auch sofort heute Abend zocken. Ich pack's mal aus. Komm raus da. So. Ein wundervolles Spiel und auch ein wundervolles Remake. Remake? Warte. Ach, ich kenne mich damit eh nicht aus. Kann sein. Majora's Mask Remake? Ich meine nicht, aber haut mich da nicht für tot. Also ich kenne mich da nicht aus mit der Sache. Da haben wir es. Da. Und jetzt kommt noch das letzte, was diese Special Edition beiliegt. Nämlich das Poster hier. Und das, ja, das lässt sich ganz leicht hier öffnen. Ich hoffe, das passt hier jetzt auch hin. Vorsichtig. Aufpassen. Ja, ist ziemlich groß. Ich leg das mal so hier hin. Das ist nicht groß, Blick. Du hast schon mal ein großes Plakat gesehen. Ich zeig dir mal bei Bedarf mal ein großes Plakat. Ich habe da jetzt in meinem Zimmer ein großes Plakat. Moment. Ach du meine Scheiße, das sieht man jetzt wirklich nicht gut. Da. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es aber auch noch die andere Seite. Die hier. Da. Das finde ich eigentlich, ist eigentlich die coolere Seite. Die werde ich mir wahrscheinlich auch aufhängen. Okay. Noch eine kurze Information, ich werde das Spiel nicht let's playen, also nicht die 3DS-Version auf jeden Fall. Oh, Blackie wird das Spiel nicht let's playen. Hat es mal let's played? Ich meine, das ist 2015. Kann bestimmt sein, dass es sich dann doch let's played hat. Hören wir mal an, warum nicht? Weil? Ja, ich habe mein 3DS ist nicht umgebaut. Ich habe keine Capture Card drin. Meine auch nicht. Ich mach's trotzdem. Mittlerweile hat sie die nur umgebaut, oder? Die nimmt doch alles auf. Die hat doch Zelda-Spiele und so. Die hat doch bestimmt, auch Ocarina. Quatsch, ist nicht Ocarina auf deinem, wie ist das? Majora's Mask. Schon mittlerweile Let's Played. Oder? Ich müsste mal nachgucken, aber hat sie bestimmt. Wenn nicht, dann hat sie es irgendwann in einem Stream gebracht. Stimmt. Können wir nicht erzählen. Vielleicht irgendwann mal, aber jetzt noch nicht. So, und das war's auch von dem Unboxing-Video.
Vielleicht zeige ich euch alles auch nochmal von Weitem, damit man das Poster auch besser erkennen kann. Aber vorerst sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Blackie. Bis zum nächsten Stream. Man sieht sich in den Kommentaren. Ach, das Video ist noch nicht beendet. So, und hier haben wir jetzt aber noch alles in der Großaufnahme. Das bedeutet, das Tschüss vorhin war kein richtiges Tschüss. Klar. Dann würde ich mal sagen, bis dahin, ciao, ciao, habt einen angenehmen fröstlichen Tag, man sieht sich. Macht's gut, haut drinne. Ach, das war noch gar kein richtiges Tschüss, ich mache jetzt hier noch weiter. Das Rage ist ja noch gar nicht zu Ende, ich gucke noch weiter. Hat ein bisschen gedauert, bis ich alles so hinbekommen habe, dass es jetzt passt. Aber ich denke, das sollte genügen. Ich werde auch noch die andere Seite des Posters jetzt zeigen. Einen kleinen Moment. Einen kleinen Moment. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Dieses Video geht gleich weiter. Es wird gleich fortgesetzt. Und da haben wir nochmal die andere Seite da schön mit dem Horror-Kit. Und allem auf der linken Seite seht ihr nochmal die beiden Spielverpackungen, den Majora's Mask Pin und die Verpackung, wo alles drin war. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen, auch wenn es nicht von so guter Qualität war und ich gebe zu spät kommt. Aber so ist es nun mal. Ich kann nichts ändern. Ich bin nur froh, dass ich sie noch bekommen habe. Und jetzt aber wirklich Tschüss! Ich hoffe, euch hat auch das Reaction-Video zu Blackies Video Unboxing The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Special Edition gefallen, auch wenn es nicht in der besten Qualität war und hier noch ja kein sonderbar schöner Hintergrund ist. Da kommt mal irgendwann ein Regal hin, da kann ich so ein schönes IKEA-Regal, wo ich mich dann davor stellen kann oder vorsetzen kann und da mal rumhampeln kann hier vor der Kamera. Ansonsten, ja. Oh, jetzt öffnet sich ja schon das nächste Video. Paluten Minecraft Freedom. Ja, ich gerade. Soll ich aber nicht interessieren. Mein Handy abgelegt. Ja. Jetzt mal die Aufforderung an den Blackie. Ja, ich habe gerade auf ein altes Video von ihr reagiert. Das soll sie mir doch bitte mal zurückzahlen. Ich fordere sie mal hiermit auf. Soll sie mein altes Video von mir nehmen und mal darauf reagieren. Das ist ja, es wird jetzt hier YouTuber Reaction Beef Dingens, keine Ahnung, wie man das so nennt, Reaction oder bitte Blackie, mach was draus. Ich find's lustig. Dann gibt's dann hier wieder so ein Blackie reagiert auf Zwergi reagiert auf Blackie reagiert auf Zwergi reagiert auf und so weiter. Wär's doch nice, oder? Machen wir das. Ansonsten Däumchen nach oben. Däumchen nach oben. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwergfürst verpassen wollt, keinen weiteren Part mehr von irgendeinem Let's Play, was jetzt noch kommt. Nicht jetzt, aber irgendwann mal in den nächsten Tagen. Oder keinen weiteren Z-Blog mehr verpassen wollt, schaut auch mal bei der Blackie vorbei. Die ist ganz, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Genau dort. Und ja, da könnt ihr gleich abonnieren. Da ist gleich noch eine Playlist. Könnt ihr mal gucken. Kommt gleich noch eine schöne Endcard. Hier so auf der Seite wird es wahrscheinlich sein. Ne, wartet, die Endcard. Da sind die Z-Dog-Endkarte ist so, hier ist dann Blackies Kanal, hier ist mein Kanal und hier unten ist eine Playlist, wo ihr gleich drauf klicken könnt. Macht das mal, macht mal das, was ihr mal mit Blackie vorbeigucken. Na dann, habt noch einen angenehmen fröstlichen Morgen, Mittag oder Abend oder eine gute Nacht. Haut auf jeden Fall mal rein. Man sieht sich. Ciao, ciao. Adios.